Ende der 1940er Jahre verfügte die Deutsche Reichsbahn über einen zersplitterten Lokbestand, der durch Überalterung und schlechten Zustand keinen wirtschaftlichen Zugbetrieb zuließ. Dies traf in besonderem Maße auf die Nebenbahnen zu. Aus diesem Grund beauftragte die Deutsche Reichsbahn schon 1950 das LEW Hennigsdorf mit der Entwicklung einer zeitgemäßen Nebenbahndampflokomotive. Bis zur Auslieferung der Prototypen der neuen Baureihe 8310 sollten allerdings noch 5 Jahre vergehen. Schon bei den Versuchsfahrten zeigten sich konstruktive Mängel und Probleme bei der Fertigungsqualität. Da jedoch schon kurze Zeit später die Auslieferung der Serienloks begann, konnten nicht mehr alle Änderungswünsche umgesetzt werden. Bis Oktober 1955 wurden 27 Maschinen in Dienst gestellt und in den Direktionen Halle an der Saale und Magdeburg stationiert. Bei Einsätzen in ihrem Kerngebiet, dem Maschinendienst auf Nebenbahnen, überzeugte die 8310 jedoch mit beeindruckenden Laufleistungen, sehr guter Beschleunigung und großer Laufruhe. Diese interessante Lokkonstruktion, die sich im Betriebsdienst durchaus besser als ihr Ruf erwies, stellt einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Deutschen Reichsbahn dar. 1972 wurden die letzten Exemplare abgestellt. Die 8310 von Pico ist eine weitere formneue Dampflok. Sie ist damit bereits die zweite Dampflok in der Pico Expert-Reihe. Viele extra angesetzte Teile, wie zum Beispiel viele feine Leitungen, Windleitbleche, Glocke, Pfeife, Deckel auf den Wasserkästen, Lichtmaschine, Auftritte zur Pufferbohle, Leitern, Handstangen, Heizleitungen und Sandrohre, lassen die Lok zur Augenweide werden. Der aufwendige Stangenantrieb der Lokomotive ist aus Metall und wurde liebevoll nachgebildet. Lupenreine Speichenräder bereiten Freude beim Anblick. Schon im Stand ist die BR8310 ein Hingucker. Der starke Motor sorgt zusammen mit 2 verbauten Haftreifen für ausreichend Vortrieb. Durch die vorhandene Plax 22 Schnittstelle können analoge Modelle spielend leicht digitalisiert werden. In ihrem Inneren trägt die Baureihe 8310 von Pico nicht nur bewährte Technik, sondern gewährt auch Einblicke ins Führerhaus mit nachgebildeter Inneneinrichtung. Digital schaltbar kann dieses beleuchtet werden. Gleiches gilt für das Triebwerk. Pico offeriert mit der 8310 in gewohnter Pico-Qualität ein vielfach gewünschtes Modell erstmals in Großserie. Eine Nachrüstung von Sound ist selbstverständlich vorbereitet. Zusätzlich erscheinen 2 Soundversionen und eine Wechselstromversion, die bereits werkseitig mit einem MFX-fähigen Decoder ausgestattet sind. Die Soundversionen sind bereits ab Werk mit einem Dampfgenerator ausgestattet. Für die analoge Version kann dieser nachgerüstet werden. Neben der Expert-Ausführung erscheint Mitte des Jahres eine Expert-Plus-Variante dieser Lok. Die Expert-Plus-Version unterscheidet sich vor allem durch den neuen Pico Smart Decoder XP5.1. Dieser Decoder der neuesten Generation ermöglicht unter anderem radsynchronen Sound und lastenabhängigen Dampf. Die 8310 von Pico dürfte von Anfang an ihre wohlverdiente Fangemeinde haben. Für Freunde der Dampftraktion ist das Modell unverzichtbar. In Epoche 4 Ausführung bleibt die Neubau-Lok vielfältig einsetzbar. Darüber hinaus bietet Pico bereits diverse passende Wagen der Deutschen Reichsbahn in dieser Epoche an. Ab Ende Februar 2021 ist das Pico Expert Modell in folgenden Varianten im Fachhandel und im Webshop erhältlich.